Maria, welche Herausforderungen hatten wir denn aus deiner Sicht gesehen? Ich habe unter anderem relativ viele Vorräte in schon fertigen Gläsern, die in die Schränke passen mussten. Ein Großteil der Zeit ist für das Farbkonzept der Küche draufgegangen. Und wir haben es zwischendurch über den Haufen geworfen, ne? Und neu angefangen. Und ja, der Planungsprozess war doch ein etwas längerer. Hat länger gedauert, ja. Ich glaube, so ein halbes Jahr, ne? Herzliche Grüße von Bootsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und auch heute befinden wir uns hier wieder in einer guten Küche, von uns geplant und natürlich auch umgesetzt. Und ja, räumlich gesehen befinden wir uns in einem alten Schweine-Kuhstall, der umfunktioniert wurde zum Wohnraum. Und das Ganze ist passiert in der Oberlausitz. Ja, und jetzt habe ich neben mir die Maria, unsere Kundin. Maria ist mit ihrer Familie zu uns gekommen mit, ja, doch sehr konkreten Vorstellungen. Denn Maria hat zur Küchenplanung eine Riesenliste mitgehabt, was alles in die Schränke reinsortiert werden soll. Und somit haben wir jetzt ja dann auch, ja, von der Theorie in die Praxis natürlich dann auch den entsprechenden Test, ob das alles so aufgegangen ist. Ja, und wenn man sich in alten Gemäuern befindet, hat man natürlich nicht nur die Herausforderung und die Wünsche der Kunden, sondern natürlich auch die Herausforderung der Bausubstanz. Ja, und zum einen, im Küchenquickie, denke ich mal, habt ihr schon gesehen, haben wir mitten im Raum statisch gesehen eine Metallsäule. Die konnte hier natürlich nicht verschwinden. Wir haben im gesamten Raum eine Wandheizung. Das wird spannend bei den Hoch- und Hängeschränken. Und dann haben wir, sieht man jetzt gar nicht mehr so, einen spitzen Winkel in der Hochschrankanlage. Und hier habe ich wirklich tatsächlich dreimal nachgemessen, weil auch die alten Baupläne überhaupt nicht gestimmt haben. Und wir hier dann, je nachdem, wie das Ganze im Baufortschritt war, immer noch mal den Winkel nachgemessen haben und konnten dann nach der Ursprungsplanung am Ende der Hochschrankanlage auch noch einen breiteren Schrank platzieren. Und darüber hat sich natürlich Maria und ihre Familie richtig doll gefreut. So, starten wir hier mit unserer Hochschrankanlage. Wir haben hier eine 16 mm starke Wange mit einer Smart Glass Außenseite. Das heißt, wir haben hier eine Hochschrankanlage in der Front Smart Glass im Farbton Aqua und die komplette Küche ist umgesetzt mit Ballerina Küchen. Ja, die Wange, 16 mm stark, stößt direkt auf den Wandvorsprung. Hinter der Wange macht die Wand einen kleinen Satz nach hinten und läuft dann schräg weg. Ja, und direkt am Anfang haben wir hier das Kühlgerät. Das Kühlgerät ist hier vorne platziert, weil wir rechts von uns dann auch den Essplatz haben und hier einen kurzen Weg zur Spüle und zur Arbeitsfläche auf der Insel. Dann haben wir einen hochgebauten Geschirrspüler. Das war Kundenwunsch, dass der Geschirrspüler ergonomisch angeordnet ist. Da wir ja aber auch Kinder im Haushalt haben, ist er jetzt nicht sonderlich hoch, sondern wir haben halt hier nur mit einem
Auszug gearbeitet. Ihr habt auch die Möglichkeit, bei Ballerina zum Beispiel mit zwei Auszügen zu arbeiten oder mit einer höheren Frontblende. Also könnt dann wirklich direkt auf euch abgestimmt die Maschine in der Höhe platzieren. Und das Schöne ist, wir haben ein Gerät aus dem Hause von Miele mit einer verschiebbaren Front. Also wir haben hier die Ausstattung Frontfit. Das heißt, wir haben eine Schlepptürtechnologie und haben hier die Möglichkeit, dann auch mit einer schmalen, einer sauberen Fuge zu arbeiten, weil es die Front von der Geschirrspülertür wegschiebt. Und wir haben hier ein XXL-Gerät eingebaut. Das heißt, wir haben einen größeren Innenraum. Macht natürlich dann auch Sinn, gerade wenn man halt hier auch mit der Besteckschublade arbeitet. Ja, darüber halt einfach nochmal einen Aufsatz an Stauraum generiert und dann kommt schon hier die Nische, wo ja ein Abstellplatz geschaffen wurde mit Hängeschränken. Hier haben wir jetzt einen Farbmix. Wir haben die Farben, die Töne der Insel mit hier in die Hochschrankanlage aufgenommen. Somit wird auch die Hochschrankanlage aufgebrochen. Das Ganze halt, wie gesagt, mit ausreichend Licht versehen. Und ja, wie gewünscht finden hier halt die ganzen Kleingeräte seinen Platz. Wir haben nochmal zusätzlichen Stauraum geschaffen. Und ja, da Maria ja auch sehr groß ist, ne, haben wir auch dann hier entsprechend die Kopffreiheit mit den zurückgesetzten Hängeschränken. Das Ganze eingefasst mit einer Dekton-Arbeitsplatte und dann entsprechend hier Wangenmaterial wieder mit den Außenseiten in Smart Glass versehen, passend zur Front. Hier haben wir übrigens die Smart Glass Front Creme satiniert, passend natürlich auch zur Hochschrankanlage in Aqua, das ist auch satiniert. Also wir haben hier an der Stelle matte Fronten und auch die Rückbandverkleidung ist im Smart Glass gehalten, also hier wirklich alles schön Ton in Ton. Und in den Oberboden, in den Abdeckboden haben wir dann auch über die komplette Länge eine LED-Leuchte noch eingelassen, um hier wirklich diese Nische fantastisch auszuleuchten. Also wir haben hinten das Licht und dann halt auch nochmal vorne das Licht. Ja, und wie gesagt, eingangs habt ihr es ja schon gehört, Maria hat sehr, sehr viel Wert gelegt auf den Stauraum und dass der Stauraum auch zu ihren Bedürfnissen passt. Und aus diesem Grund haben wir hier den Mittelteil mit einer Dreieraufteilung gewählt. Also wir haben drei gleich hohe Auszüge und ja, diese haben alle auch entsprechend ihre Bestimmung bekommen. Der mittlere Schrank hat noch eine Besonderheit, also weniger der Schrank, sondern unten im Sockelbereich, denn im Sockelbereich befindet sich dann die Garage für den Saugroboter. Die Nische selber hat eine Länge von 2,20 Meter, das heißt, wir haben hier zwei 80er Unterschränke, in der Mitte einen 60 cm breiten Schrank und das Ganze natürlich in der entsprechenden Aufteilung nach oben fortgeführt. Und die Hängeschränke hier mit einer Frontteilung, denn in der Nische kann ich nicht mit einem Klappenschrank arbeiten. Deshalb hier die Drehtüren und diese dann entsprechend geteilt, weil 80 cm ist halt einfach zu lang für die Beschlagstechnik. Ja, und dann kommen wir zu den drei Hochschränken. Wie gesagt, der hintere ist in der Breite nochmal gewachsen, weil, wie gesagt, hier die Winkelbestimmung nicht ganz so einfach war, aber wie gesagt, im Endkonzept drei gleich breite Hochschränke, alle drei 60 cm breit, macht natürlich hier auch ein sehr schönes Gesamtbild. Jetzt ist es aber so, dass wir hier an dieser Stelle mit drei Modulschränken gearbeitet haben. Das heißt, alle drei Schränke sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden speziell angepasst. Wir haben keinen Standard-Schrank-Korpus genommen, sondern wir haben einen Leerkorpus und haben dann die einzelnen Auszüge, Schubkästen entsprechend hier auf Kundenwunsch bestückt und dann halt eben auch so anfertigen lassen. Ja, in der Mitte sitzt der Backofen. Wir haben hier ein Gerät, 60 cm breit, 60 cm hoch. Ein Miele-Gerät in Graphitgrau hat den besonderen Hintergrund, dass, wenn wir hier ein schwarzes Gerät hätten, wir einen sehr starken Kontrast zu der doch sehr schönen
aquafarbenen Front hätten und der Ofen einfach zu dominant wäre. Also sind wir hier im Farbton etwas schwächer mit dem Graphitgrau. Und das Graphitgrau hat auch einen sehr entscheidenden Vorteil, denn es lässt sich super leicht putzen und man sieht auch nicht gleich jeden Fingerabdruck, den man natürlich auf schwarz glänzendem Glas sehr, sehr schnell sieht. Und der Ofen ist nicht auf Arbeitsplattenhöhe angeordnet, sondern ein Stück niedriger. Auch hier wieder die Ergonomie im Blick und das Ganze halt so, dass man im Arbeiten auch hier wirklich das Ganze gut bedienen kann und sich natürlich dann auch am Ende des Tages an den Blechen, an den Auszügen dann auch nicht die Arme verbrennt. Und das Gerät war auch wieder ein Kundenwunsch, hat eine Selbstreinigung, sprich eine Pyrolyse, und somit kann das Gerät auch sehr leicht gereinigt und gepflegt werden. Ja, unsere Hochschränke gehen ja standardmäßig bis zu dieser Höhe. Jetzt war der Wunsch unserer Kunden, das ganze Raum hoch zu gestalten, also nochmal eine Reihe Aufsatzschränke, die natürlich auch die Tiefe der Hochschränke haben, hier in dem Fall 55,5 cm Korpustiefe. Und ja, und dann war gewünscht, dass das Ganze halt auch zur Decke geschlossen wird. Haben wir ursprünglich auch geplant, aber im Laufe der Planung dann unseren Kunden empfohlen und auch noch, wo es dann schon hier so, wie es jetzt ist, fertiggestellt war, der ja, Rat, die Empfehlung, die Deckenblende wegzulassen, damit halt wirklich auch hier das Gewölbe zur Geltung kommt. Und ihr könnt da gerne die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt den Gesamteindruck der Küche findet. Und während ihr tippt, gehen wir zur Kücheninsel über. Ja, und die Kücheninsel selber hat eine Abmessung von gut 4,20 Meter mal Tiefe 1,20 Meter. Wir haben eine Sockelhöhe von 5 cm und eine Korpushöhe von 84,6 cm. Klar, das Ganze mit der Decktonplatte, und bei 4,20 Meter ist natürlich die Decktonplatte geteilt. Hier die Besonderheit, dass die Decktonplatte überschoben ist, weil wir mit dem Ausschnitt für das Kochfeld und der Bohrung für die Steckdose hier einfach zu nah am Plattenstoß sind. Deshalb hier die Platte überschoben als Besonderheit. Und ja, wenn wir uns das Ganze anschauen, die Abstände von der Küchenzeile, von der Hochschrankanlage zur Insel haben wir 1,10 Meter. Das Ganze läuft parallel. Aber wenn wir jetzt zur Außenwand schauen, sehen wir, dass wir hier einen Spitzenwinkel haben, weil das Gebäude oder dieser Gebäudeteil an den Straßenfluss angepasst ist und somit hier reinläuft. Und ja, da haben wir auch in der Planung die Insel des Öfteren hin und her geschoben, angepasst und wirklich dann nach dem finalen Aufmaß dann entsprechend auch final platziert. Denn wir haben ja auch noch unsere Metallsäule als statisches Element. Und dann sollte passend zur Insel auch die Decke abgehangen werden, um halt hier dann entsprechend Beleuchtung und halt auch den Deckenlüfter zu platzieren. Also hier war dann doch die ein oder andere Abstimmung notwendig, die auch erst im Laufe der Planung stattfinden konnte, weil wir uns hier wirklich stark nach dem Gebäude richten durften. Ja, und was haben wir jetzt alles auf der Rückseite hier geplant? Die Rückseite hat weniger mit der Küche zu tun, sondern mehr mit dem Wohnraum. Deshalb auch hier eine klarere Aufteilung der Fronten. Wir haben hier 93 cm breite Schränke, haben in den Schränken mit Innenschubkästen gearbeitet und haben auch hier an der Ecke einen 90 cm breiten Schrank mit einer, ja, ich nenne es mal Büroschublade, die kennt ihr ja schon aus einer anderen Küchentour, wo hier nochmal ein Steckdosenelement Platz findet und das ganze Thema Kabel, Ladegeräte, Tablets, Handys kann alles hier in der Schublade verschwinden und die Kücheninsel sieht immer aufgeräumt aus. Dann haben wir hier Stauraum für Gesellschaftsspiele, für Kinderspielzeug und ja, hier die drei 50 cm breiten Fronten haben noch eine ganz bestimmte Funktion. Zum einen, habt ihr ja schon gesehen, haben wir hier ein großes Gaskochfeld, was nicht mit einem klassischen festen Gasanschluss
betrieben wird, sondern mit einer Gasflasche. Die hat hier ihren Platz. Und dann haben wir, gehe ich mal durch das Bild, auf der anderen Seite haben wir dann hier die Osmoseanlage versteckt. Denn wir haben ja auch hier eine Armatur, eine Zweiwege-Armatur. Und der Grund dafür ist hier diese Wasseraufbereitung. Und somit haben beide Schränke hier oder der Schrank mit den beiden Türen seine Funktion. Und dann haben wir auch hier nochmal einen 50 cm breiten Schrank, der hier das ein oder andere versteckt. Die Seiten der Insel sind mit 16 mm starken Wangen verblendet. Auch hier wieder mit den Sichtseiten in Smart Glass. Das Ganze nicht bodentief, sondern halt nur korpushoch. Und ja, die Innenseite, da wir ja eine Küche mit Griffen haben, wird es ganz deutlich. Die Innenseite ist wirklich auf unsere Kunden abgestimmt. Hier kommt jetzt zum Tragen, was Maria anfangs gesagt hat, dass hier wirklich der Stauraum komplett auf ihre Bedürfnisse angepasst ist, auf ihre Vorratsbehältnisse, auf ihre Kochgeschirr. Und deshalb haben wir hier keine klassische, saubere Linienführung, sondern wir haben hier immer eine kleine Unterbrechung. Und ja, wenn wir uns das anschauen, auch eine ja, etwas andere Aufteilung der Schränke, denn wir haben den etwas kleineren Auszug unten, den höheren Auszug in der Mitte, oben die Schublade, dann passend dazu den Spülenschrank. Auch hier war wieder die Besonderheit, dass es den Spülenschrank so in der Konfiguration beim Hersteller nicht gab. Also haben wir diesen auch wieder entsprechend auf unsere oder auf die Kundenbedürfnisse anfertigen lassen. Dann Kundenwunsch, haben wir hier eine große Spüle mit Ablage und das Ganze halt auch in Edelstahl gehalten. Dann auch, wie gesagt, die Zwei-Wege-Armatur und dann kommt Zwischenspüle und dem Kochfeld der Hauptarbeitsbereich und da dann auch entsprechend an den Kopfenden, an den Ecken dann hier auch die Steckdosenelemente. Ja, dann haben wir hier ein Gaskochfeld haben, 90 cm breit, haben wir über dem Kochfeld eine 1,20 m Deckenhaube, also haben wir einen Deckenlüfter und zwar den Deckenlüfter Schema aus dem Hause Falmec, das Ganze in weiß und auch hier wieder eine Besonderheit, denn der Deckenlüfter hat den Motor nicht direkt auf dem Haubenkörper sitzen, sondern der Motor, der sitzt hier auf dem Dachboden und das Ganze geht dann nach außen. Also wir haben hier eine Abluft und ja, wie das Ganze mit dem externen Motor funktioniert, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Ja, Maria, man hat jetzt gesehen, dass ihr euch ja doch schon eingelebt habt. Auf jeden Fall. Und wie ist dein Fazit von deinen Wünschen und jetzt natürlich Theorie in die Praxis umgesetzt? Ich bin sehr glücklich. Es ist alles genauso, wie ich mir das gewünscht habe und ich koche jeden Tag gerne hier. Das ist sehr schön, das freut uns. Danke für die Möglichkeit, dass wir deine Küche auch unseren Zuschauern sehr gern zeigen konnten, vorstellen konnten. Weitere Kücheninspirationen findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo und dann sehen wir uns im einen der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.